Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei Let's Play RimWorld. Beim letzten Mal haben wir tatsächlich ein neues Koloniemitglied bekommen. Wir haben sie nämlich aus einer Vorratskapsel gerettet. Das fand ich doch schon mal relativ nett von uns. So, und du füllst jetzt mal bitte den Herd auf. Und den auch mal bitte, damit da auch weiter gekocht werden kann. Dankeschön. So, und wir haben natürlich mit dem Bau des Raumschiffs begonnen. Ich habe es ja versprochen und es war jetzt auch mal... Ganz ehrlich, es war einfach an der Zeit, dass wir da jetzt endlich mal in die Pötte kommen. Wir haben nur ein kleines Problem. Wir brauchen nämlich einen KI-Kern. Da weiß ich noch nicht, wie wir an den rankommen sollen. Ich hoffe ja noch so ein bisschen auf ein paar Piratenhändler, die uns da vielleicht einen verkaufen. Hochzeit steht an. Tranka hat den Heiratsantrag von Dylan angenommen. Stimmt, beim letzten Mal hatten Ratte und Adam geheiratet und wir haben direkt die nächste Hochzeit. Oh, wie ist das süß. Mein Gott. Vermisst ihr Haustier, Flint? Ja, dann geh doch zu dem. Der ist doch da. Es hält sich doch keiner davon ab, Schätzelein. Also unser erster Antrieb steht auch schon. Frage ist, inwieweit der Bau des Raumschiffs überhaupt Sinn macht, wenn man noch nicht alle Teile hat, weil das kann ja auch beschädigt werden. Ich würde sagen, da sollten wir dann einfach mal zur Sicherheit gleich eine dicke Holzmauer drumherum bauen. Würde ich sagen, das machen wir mal, damit im Falle eines Angriffs nichts Schlimmes passiert. Weil wir machen mal so... Einfach, dass wir da so ein bisschen Schutz haben. Damit nicht man hier beim Arbeiten oder so beschossen wird, damit wir genug Zeit haben, uns zu wehren. Vielleicht soll ich hier auch nochmal so einen kleinen Defense-Posten einrichten. Wäre, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Denke ich mir zumindest mal. Also. Moment mal, da fällt mir was ein. Ich habe ja... Nein, ich will doch nichts bauen. So. Ihr beide habt nämlich noch... Doch, du hast eine Waffe. Du hast noch keine Waffe. Da würde ich sagen, stellen wir doch mal hier ein Sturmgewehr her. Damit auch du bewaffnet bist, Schätzelein. Weil kann ja nicht angehen, dass du dann irgendwie dich nicht verteidigen kannst. Ach Gott, die beiden haben wir wieder gestört, wie ich gerade gesehen habe. So, wie geht's dir eigentlich hier? Du trägst ausgefranste Kleidung und da steht immer noch, du fühlst dich nicht gut. Abscheuliche Schlafzimmer. Und du hast immer noch Schmerzen wegen deiner Schussnarbe. Ja, doof. Gut, ich würde sagen, wir sollten hier mal ein bisschen dekorativ tätig werden. Blumentopf haben wir schon. Ja gut, viel können wir eigentlich nicht machen. Wir können hier so einen Nachttisch hinstellen. Es wäre ja schön, wenn endlich mal wieder ein Künstler hier zugange wäre. Zum Beispiel Hiroshi. Macht er überhaupt noch Kunst oder... Hiroshi, Kunst, ja. Grundsätzlich macht er das noch. So, Alexei, du bist fleißig am Putzen, das ist schön. Haben wir den Frühjahrsputz hier angeordnet, auch wenn ich so finde, dass du erst immer nur die Wege putzt. Und dann erst alles andere. Aber gut, ich will dir da nicht in deine Arbeit reinreden. Es ist ja schon nett, dass du die überhaupt für uns machst. Beziehungsweise eigentlich machst du die ja nicht für uns, sondern für die Gemeinschaft. Muss man ja auch mal so sehen, wie es ist, ne? Also hier oben wird nach Stahl gebohrt, sehr gut. Das ist hier auch nochmal Silber, stimmt. Ich schalte nochmal kurz den Scanner an. Ich will nämlich nochmal wissen, ob wir hier schon mal vielleicht einen weiteren Tiefenbohrer aufstellen wollen. Wenn mal einer so nett wäre. Hooper ist so nett. Dankeschön. Na, da können wir noch nicht. Da auch nicht. Wir könnten hier hinten einen hinstellen. Aber uns fehlt sowieso noch Stahl. Deswegen ist das jetzt gerade sowieso noch mehr oder weniger Zukunftsmelodie. So, hier sind wir schon fast durch. Wir stellen schon mal den neuen dahin, aber wir brauchen halt echt Stahl. Also das scheitert gerade echt daran.
Ja, scheitern ist zu viel gesagt, aber es verzögert sich dadurch. Och, die Iris ist trächtig. Gibt wieder neue Muffaloos. Schießrausch. Oh, Nika wurde gerade inspiriert. Sie wird die nächsten 3 Tage besser schießen. Ja, doof nur, dass ich noch gar keine Waffe für sie habe. So, Tranka, wie schaut's bei dir aus? Wo bist du überhaupt? Ach, du pennst schon. Ja, gut. Okay, dann schlaf dich mal aus. Bist ja aber auch gleich schon fertig. Und sobald du gefrühstückt hast, würde ich sagen, machst du mal an der Waffe weiter. Man würde mir zumindest sehr zusagen. Oh, was haben wir denn hier noch liegen? Ach, eine Leiche. Stimmt, vom letzten Angriff noch. Ja, dann besuch halt erst das Grab. Noch ein Wildschwein ist richtig. Ach ja. So, wenn du fertig bist, Tranka. Noch eins. Ach du Scheiße. Ihr kleinen Schweine, ihr. So, dann futter doch mal bitte ein bisschen. Und dann macht doch mal bitte direkt hier an der Waffe weiter. Ach, sehr schön. Macht sie sogar von selber. Wunderbar. Das läuft doch. So. Ich sollte vielleicht mal diesen Abholzbefehl rückgängig machen. Zumindest da unten bei den Sachen und hier hinten. Also sonst kommen die ja zu gar nichts mehr. Hier. Moment. Wenn ich da oben das Raumschiff abbrechen, deswegen muss ich jetzt einmal kurz aufpassen. So. Einfach mal, dass man wieder auch zu ein paar anderen Sachen kommt. Zum Beispiel, dass Adam dazu kommt, hier mal fertig zu bohren. Und das orbitale Funkfeuer hat eine Störung, aber das sollte auch kein Ding sein. Dürfte ja zeitnah repariert werden. So, Alexei hat jetzt inzwischen auch zerrissene Kleidung. Was ist bei dir? Wieder mal die Stoffmütze. Mach doch bitte hier drin sauber und lass die Stoffmütze direkt einmal fallen. So, Ratte. Auch wieder die Stoffmütze. Es ist so klar. Dann mach du doch auch mal bitte da sauber. Und einmal die Mütze fallen lassen. Jetzt ist sie nämlich direkt im Lager und in Reichweite des Funkfeuers. Gut, dass wir schon dabei sind, diverse neue Mützen zu produzieren. So, jetzt habe ich aber gerade einen dezenten Stahlmangel. So, du bist erschöpft. Das ist gut. Dann kannst du nämlich abgerissen werden. So, und irgendwer könnte doch mal gleich, wenn er sie erst so nett wäre, ein bisschen. Könnte es kein Handwerker sein. Okay, stimmt, wer hat den Handwerk? So, Jumper hat Handwerk, die ist aber gerade hier am Schneidern. Dylan wäre noch gut. Oder Adam. Stimmt, Adam könnte das doch machen. Dann würde ich sagen, schicken wir mal Adam dahin. Da ist er. Und lassen ihn, sobald er sich erholt hat und ausgeschlafen ist, weil er gerade so gute Laune hat, nutzen wir das doch aus. Damit er schön ein paar Stahlschlackebrocken einschmelzen kann. Ja, Baumwolle fängt jetzt an zu erfrieren, aber das ist jetzt nicht weiter. Wow! Was zum Teufel? Da ist was durchgeknallt. Moment. Einmal Feuer löschen. Und einmal ihr auch bitte. Alles aufs Feuer priorisieren. Nein, nicht den Schutt reinigen. So, Leute, gebt bitte Gas. Einmal bitte schnell das Feuer auf ihr ausmachen. Jumper, ich weiß, es ist schwer, aber bleib stehen. Man wird dir doch helfen. Gut, dein Holzbein brennt jetzt natürlich wie Zunder. Eieieiei, das war jetzt. War jetzt gar nicht mal so geil. So, schnell wieder alles reparieren. Mein Gott. Jetzt habe ich doch einen dezenten Schrecken bekommen. So, dann leg dich doch mal hin, bis du vollständig geheilt bist. Hast überall Verbrennung.
Ist ja jetzt auch nur gar nicht mal so geil. Einmal bitte behandeln. So, ist schon alles, oder? Ja. Oh Mann, Mann, Mann. Hab ich mich mal wieder erschrocken. So, wir müssen aber mal dringend hier... Moment. Wir müssen dringend mal hier das Stromnetz wieder überarbeiten. Mal mit dem Stromkabel bitte arbeiten. Ich hoffe nur, wir haben noch ein bisschen Stahl zur Verfügung. Hoffentlich reicht das. Ja, dürfte reichen. Sehr gut. Ja, Gott sei Dank. Jetzt haben wir auch überall wieder Strom. Oh Gott, da habe ich mich ja mal dezent erschrocken, ihr Lieben. Weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber der Schreck war tatsächlich da. So, warum reißt das hier keiner ab? Okay, ist erstmal in Ruhe und dann, Hooper, mach das mal bitte. Das bringt nämlich auch wieder Ressourcen. So. Und schon haben wir fast genug Stahl zusammen, aber leider nur fast. Was aber gar nicht mal so schlimm ist, denn im Lager haben wir noch genug. Allerdings haben wir gerade ein anderes Problem, nämlich ein Stromproblem. Deswegen machen wir hier mal den Strom aus. So, Jumper hat sich vollständig erholt. Das beruhigt mich schon mal. Hätte ich nämlich kein Interesse dran, sie jetzt irgendwie zu verlieren. So, was ist bei dir? Die Stoffmütze. Dann schmeiß sie mal weg. Ein verrücktes Tier, oh Gott. So, wer ist in der Nähe? Oh! Einmal schnell reingehen, bitte. So, bitte, liebes Gewehr, krieg das hin. Na, sehr schön. Du machst schon mal ein bisschen unsere Wand kaputt. Das ist ja auch schon mal ganz gut. So, sehr schön. Thema ist durch. Du bist leider auch ein bisschen durch jetzt. Ja. Oh! Der Daumen wurde dir abgeschlagen. Oh Mensch. Scheiße. Tut mir leid. Würde ich sagen, leg dich doch mal bitte weg, bis du vollständig geheilt wurdest. Ich könnte erst noch ein bisschen quatschen, aber... Du solltest dich lieber in Behandlung begeben. So, dich machen wir dann erstmal aus. Oh, unser... Stimmt, wir haben ja den hier noch an. Den brauchen wir ja nun wirklich gar nicht, weil die 1500 Watt, die können wir gerade eher woanders gebrauchen. So. Und schon machen wir wieder ein deutliches Plus. Das ist doch sehr schön. Und schon machen wir wieder ein deutliches Minus. Das ist nicht schön. Ja, der pendelt aber auch gerade. Okay, die Entladung hat halt wirklich übelst reingehauen. Ach schön, du liegst da im Blut und guckst dir den Himmel an. Im Schnee. Ja, mal Urlaub im blutigen Schnee hat ja auch was für sich, ne? So, wer hat denn... Nika, du hast immer noch zerrissene Kleidung. Sag jetzt nicht immer noch der Parker. Was stimmt denn nicht mit dir? Oder haben wir den immer noch nicht fertig gemacht bekommen? Wenn hier noch zwei sind, ja, Tatsache, der wird immer noch nicht fertig gemacht. So, aber das Sturmgewehr ist fertig. So, rüste es doch mal bitte aus. So ein Jumper, sobald du fertig genesen bist. Ja, dauert nicht mehr so lange. 2%. 1%, sehr schön. So, dann mach doch mal bitte hier endlich den Parker fertig. Damit wir da endlich mal... die gute Nika in etwas bessere Verfassung bringen können. Schläger trägt Fernkampfwaffe. Machst du kein... Hä? Raufbold.
Ach so, du brauchst eine Nahkampfwaffe. Okay, dann rüste doch mal das Messer aus. Wir haben sogar noch eins rumliegen, praktischerweise. So. Tiefenbohrer ist erschöpft, alles klar. Dann kannst auch du abgerissen werden. Nein, abreißen. Strom machen wir vorher auch aus, falls mal wieder jemand nicht dazu kommt. Aber andererseits... Gut, Ratte ist schon dabei, das ist sehr gut. Ist nicht mehr inspiriert, kein Schießrausch. Ja, toll, dass die mit nur Raufbold überhaupt die Schießrauschfähigkeit hat, / braucht. Arbeitsrausch, wey, Alexei ist am Arbeiten wie ein Berserker. Warum gehst du jetzt hier so außen rum? Ach, jetzt machst du hier sauber, weil es zum Raumschiff zählt, alles klar. Aber wenn du einen Arbeitsrausch hast, dann solltest du den anderweitig nutzen und lieber ein bisschen bohren. Oh, er will lieber putzen, ich merke schon. So, wo haben wir denn Stahl? Hier war Stahl. Dann priorisiere das doch einfach mal kurz. Läuft einfach durchs eisige Wasser, ich glaube es ja wohl. Okay, scheinbar wird das jetzt nicht mehr priorisiert, warum auch immer. Gut, vielleicht will er ins Bett. Ja, er will ins Bett. Gut, das soll er auch, weil ich glaube, der ist schon ein bisschen müde. So, fühlt er sich direkt ein bisschen besser. Laufrausch, wey, Pebble. Sehr schön. Machst du denn auch Bergbau? Wo bist du, Pebble, da? Bergbau, jawohl. Sehr, sehr gut, ihr Lieben. So freut einen das doch. Stromtechnisch kommen wir auch so langsam, aber sicher mal wieder auf den grünen Zweig. Theoretisch zumindest. Praktisch ist gerade ein bisschen viel Verbrauch da. Natürlich auch wegen der ganzen Tiefenbohrernummer. Aber das brauchen wir auch leider. Wir brauchen einfach die Materialien, die da sind. Und es wird auch nur bedingt weniger. Was fehlt hier noch? Da fehlen nur noch die hochwertigen Bauteile. Da haben wir schon mal das komplette Antriebssystem fertig. Genauso wie hier. Alles klar. So, Alexei. Langsam aufstehen. Hast Bock? Ja, gut. Wahrscheinlich wirst du dann erstmal futtern. Da steht der ja auch durchaus zu. So, schön gemampft. Ah, endlich wird gebohrt. Sehr schön. Dann nutzen wir doch mal den Arbeitsrausch voll aus. So, da sind auch die Rohstoffe erschöpft. Alles klar, dann reißen wir auch dich ab. Sehr schön, Nika macht das sogar direkt. Wunderbar, das ist doch mal vorbildlich. Wir müssen dann gleich nochmal gucken. Wir sollten hier vielleicht mal ein bisschen was trockenlegen. Ich meine, das Wasser kriegen wir sowieso nicht ganz weg, aber dann können wir hier zumindest einen Tiefenbohrer bauen. So, die Aufgabe ist beendet und Nika hat offensichtlich endlich ihren Parker bekommen. Sehr schön. So, dass gerade keiner ein WWchen hat. Whee! Was ist das? Oh nein! Oh shit. Gott sei Dank kommen gerade nur drei. So, sammelt euch mal bitte hier hinten. Ups. Feurio. Warte mal, sammelt euch mal bitte hier hinten. Ja, mir ist klar, dass gerade ein Feuer wütet. Oh, shit. So, wir lassen mal die Tiere mit angreifen. So, erster ist down. Okay. Kriegen schon mal wenigstens ein paar Mollys weniger. Nein! Verbundenes Tier gestorben. Ja, super. Toll. Ihr miesen Penner. Alter. Toll, unser Fuchs. Mann. Hier brennt auch noch alles, sehr geil. Oh, das war doch mal... Oh, wurde von extrem heißer Luft verbrannt. Oh, du hast einen Hitschlag, das ist gar nicht gut. Ja, ich weiß, dass Behandlung benötigt wird. Oh, Alter. Ich wollte schon sagen, es lief so schön ruhig, aber dann kam jetzt wieder so ein Mist. So, macht man bitte eben das letzte Feuer da aus.
285 Grad, ja gut, okay, da kann man auch schon mal einen Hitzschlag kriegen. So, und jetzt schlaf mal bitte in dem Sud. Oi, 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 alle brauchen Manu. Ja gut, alle standen auf einem Haufen. Notiz an mich, bei Leuten mit Molotow-Cocktails ist das nicht gerade die beste Strategie, alle zu sammeln. Oh, das Bett wurde zerstört. Das ist ja mal gar nicht so geil. Müssen jetzt mal schauen, wer jetzt hier... Ach, Hiroshi und Hooper wohnen jetzt gezwungenermaßen zusammen. So, Moment, was ist... Ah, Moment, Moment, Moment. Ich muss mich gerade mal ein bisschen orientieren, so. Wie schaut's denn aus? Alle haben ein paar Verbrennungen. Ist jetzt bei allen nicht so die Welt. Tranka rettet ein Tier. Beziehungsweise behandelt es. Sehr gut. Oh, extremer Blutverlust. Eieieiei. Wusste gar nicht, dass Tranka auch Medizin kann. So. Dylan hat sich vollständig erholt. Das ist super. Grizzlybär ist an Wundinfektion erkrankt. Okay, das ist gar nicht gut. Henry hat sich vollständig erholt, Ratte hat sich vollständig erholt. Alles klar, mein Gott, so viel Text. Stelle sicher, dass du ein Krankenbett hast. So, wo ist denn Manu? Manu, du pennst noch. Aber bitte behandle doch mal unseren Grizzly-Freund. So. Alles klar. Eieieiei, das war mal wieder eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Alexei, ich würde sagen, du mampfst eben und dann legst du dich auch mal bitte hin, bis du vollständig erholt bist. So, Hiroshi, was machst du? Du versorgst deine Patienten. Alles klar, Wundinfektion bei Alexei. Ja, gut, dass ich dich gerade erst hierher gebracht habe und du passenderweise direkt behandelt wurdest. Ja, ich glaube, wir kriegen euch schon wieder hin. Gott sei Dank, die weiblichen Kolonisten haben eine psychische Beruhigung bekommen. Das kommt mir gerade sehr gelegen. Weil, Moment, wessen Partner war es denn? Was von Manu? Bei irgendwem ist doch das Haustier gestorben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer es war. So, Manu hat sich vollständig geholt. Jumper und Alexei müssen noch. Tranka genauso. Hat denn irgendwie noch eine Verletzung? Spannung am Kopf, aber die halt. Du hast noch die Wundinfektion, die kriegen wir auch in den Griff. So, Tank hat sich vollständig erholt. Sehr gut. So, hier wählen wir dann das Bett für Hiroshi. So, alle haben sich vollständig erholt. Nur noch Alexei liegt ein bisschen flach mit seiner Wundinfektion. Das sollten wir aber noch gebacken kriegen. Ja, gut. Moment, wir machen mal eben... Jetzt sammeln wir mal hier alles ein. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir nochmal unseren Grill an und grillen ein paar Leichen. Muss ja auch gemacht werden, weil wenn die da rumliegen, das bringt gar keinem was. So, aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal unseren Cut. Es war jetzt doch ein bisschen haarsträubend gegen Ende hin, aber es ist ja doch nochmal gut gegangen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssikowski!